Heute planen wir ein Mansarddach mit Anbaudächern und einem Erker mit Balkon. Ausgangspunkt ist ein Hausgrundkörper mit einer Hauslänge und Breite von je 10 Meter. Unser Haus besteht lediglich aus einem Erd- und einem Dachgeschoss. Das nach dem Anlegen der Planung vorhandene Satteldach wird gelöscht. Dazu wechseln wir in das Dachgeschoss. Hierzu gehen wir auf das Icon Gesamtes Dach markieren, wählen das Dach aus und mit dem Icon Löschen oder der Entferntaste wird das Dach entfernt. Für unser Mansarddach brauchen wir 2 Dächer. So gelingt es uns, den oberen Teil des Daches mit einer geringen und den unteren Teil mit einer steilen Neigung auszuführen. Beginnen wir nun mit dem unteren Teil. Wir wählen dafür die Funktion Planen, Fetten Sparrendach nach Grundriss bzw. das Icon Fetten Sparrendach nach Grundriss. Beim Dach nach Grundriss generiert das Programm automatisch die Dachkontur. Es übernimmt den Verlauf der Außenwände des aktuellen Geschosses. Es muss also nicht im Dachgeschoss sein. Zur Festlegung der allgemeinen Dacheinstellungen werden die Eigenschaften eingeblendet. Da zunächst für alle Seiten der Dachkontur nur eine Dachneigung definiert werden kann, beginnt die Planung eines Daches immer mit einer Walmdachform. Für unser Dach wählen wir einen Überstand von 5 cm, eine Dachneigung von 66 Grad und einen Kniestock von 40 cm. Im Register Regenrinne Bleche schalten wir die Regenrinne und im Register Dachkasten den Dachkasten ein. Wir bestätigen mit OK. Sehen wir uns das Ergebnis in der 3D-Ansicht an. Das Dach mit der steilen Neigung ist bereits fertig. Planen wir nun das obere Dach. Der Teil des unteren Daches, der zu viel ist, wird nun mit einem Dachloch entfernt. Wir wissen, dass der Knick des oberen Daches in einer Höhe von 340 cm erfolgen soll. In den Elementeigenschaften des Daches schalten wir uns zur Vereinfachung eine dritte Höhenlinie bei 340 cm ein. Der Bezug ist der Rohfußboden und die Oberkante der Dacheindeckung. Diese Linie wird nun im Dach angezeigt. Wir wählen zuerst die Funktion Dachloch über das entsprechende Icon und wählen das Zieldach für unser Dachloch. Nun können wir an die Ecken unserer Höhenlinie mit der Maus klicken. Nach der letzten Ecke drücken wir zum Abschluss der Funktion die rechte Maustaste. Genau in dieses Dachloch planen wir unser zweites Dach. Hierzu gehen wir auf Planen, freies Fettensparrendach bzw. über das Icon freies Fettensparrendach. Wir klicken die Ecken unseres Dachloches an und beenden nach der letzten Ecke die Funktion wieder mit der rechten Maustaste. Für unser Dach wählen wir einen Überstand von 5 cm, eine Dachneigung von 25 Grad und einen Kniestock von 340 cm. Die Regenrinne schalten wir wieder ein. Sehen wir uns das Ergebnis in der 3D-Ansicht an. Was nun noch fehlt, sind die Anbaudächer und der Erker mit Balkon. Die Anbaudächer planen wir mit den dynamischen Bauteilvorlagen. Hierzu wählen wir das entsprechende Icon. Wir wählen die Bauteilvorlage Erker und Anbauten und entscheiden uns für die Auswahl D, Giebelwand ohne Vorsprung. Zum Erzeugen eines Zwerch- oder Friesengiebels bündig an der Kniestockwand. Für die Grundabmessungen wählen wir für die Breite 200 cm, die Wandstärke lassen wir bei 36,5 cm und gehen auf Weiter. Wir klicken auf die linke Außenwand und wählen für die Positionierung vom Eckpunkt A einen Abstand von 200 cm und gehen auf Weiter. Nun bekommen wir eine Auswahl dessen, was an der Traufseite planbar ist, von Tonnendächern über Pult- und Flachdächer bis hin zu Satteldächern. Bei der angebotenen Dachauswahl entscheiden wir uns für das Querdach ganz links. In unserem Beispiel beträgt der Kniestock 255 cm, die Dachneigung 25 Grad, die Dachüberstände 10 cm und die Verkofferungswand 17,5 cm
und wir gehen auf weiter. Das Querdach wurde nun gesetzt. In den Elementeigenschaften des Querdaches stellen wir im Register Dachloch nur innerhalb des Anbaudaches ein. Damit wird die geöffnete Traufe unter dem Querdach wieder geschlossen. Sehen wir uns das Ergebnis in der 3D-Ansicht an. Wir setzen noch 5 weitere Querdächer. Eines in derselben Wand, 2 im Norden und 2 im Osten. Der Ablauf ist wie eben gezeigt immer derselbe. Planen wir noch Fenster in die Giebel der Erker. Fangen wir am Giebel links unten an. Hierzu wählen wir das Icon Fenster, Fenster setzen. Sobald wir mit der Maus über die Wand fahren, erscheint ein Planungssymbol, das die Richtung anzeigt, in der die Öffnung gesetzt wird. Diese Richtung lässt sich durch Betätigen der Leertaste ändern. Wir stellen mittig ein. Mit der Taste A den ersten Punkt anspringen. Hier die untere Ecke des Dachloches. Und ein zweites Mal A an der oberen Ecke. Nun ist das Element mittig zwischen den beiden gewählten Punkten. Wir wählen das erste Fenster in der Auswahl, 101 x 126 cm, mit einer Oberkante von 226 cm. Nun geben wir die restlichen Fenster ein. Der Ablauf ist immer derselbe. Mit A in die Ecken und das gewünschte Fenster wählen. Sehen wir uns das Ergebnis in der 3D-Ansicht an. Nun planen wir noch einen Rechteckerker mit Balkon und Querdach. Hierzu wechseln wir in das Erdgeschoss. Den Rechteckerker planen wir mit den dynamischen Bauteilvorlagen über das entsprechende Icon. Wir wählen die Bauteilvorlage Erker und Anbauten und entscheiden uns für die Auswahl A, Rechteckerker Anbau. Für die Grundabmessungen tragen wir bei der Breite 350 cm und bei der Tiefe 100 cm ein. Die Wandstärke belassen wir bei 36,5 cm und gehen auf Weiter. Wir wählen die Außenwand im Süden und positionieren mittig an der blauen Kante. Im nächsten Dialog können wir festlegen, ob der Erker Gleichöffnungen bekommen soll. Wir wählen Erkeranbau mit Terrassentür fest und gehen auf Weiter. In der Geschossbelegung geben wir an, welche Aktion in welchem Geschoss stattfinden soll. Wir wählen für das Dachgeschoss Balkon statt Anbau. Die Vorschau wird aktualisiert und gehen auf Weiter. In der Dachauswahl entscheiden wir uns für die Auswahl ganz links, Rechteckerker mit Balkon und Querdach. In unserem Beispiel beträgt der Kniestock 221,5 cm, die Dachneigung 25 Grad, die Dachüberstände 10 cm und die Verkofferungswand 17,5 cm. Zum Abschluss gehen wir auf Weiter. Als Zugang zum Balkon planen wir eine Terrassentür. Im Dachgeschoss wählen wir die Funktion Terrassentür setzen. Wir wählen mit der Taste A die rechte Ecke der Verkofferungswand und als nächstes mit A die linke Ecke der Verkofferungswand. Die Terrassentür wird nun mittig zu diesen beiden Punkten gesetzt. Wir wählen die Terrassentür 101 x 226 cm mit einer Oberkante von 226 cm. Bevor wir uns das fertige Ergebnis in der 3D-Ansicht ansehen, gibt es vorab noch 2 Tipps zur Gestaltung. Fertige Gelände finden wir unter Bearbeiten, Geländetemplates einfügen. Und unter Bearbeiten, Materialzuordnung laden, finden wir fertige Materialtemplates. Nun zur 3D-Ansicht.